Ich habe vorhin irgendwas auf den Panzer geworfen, das hat 22 Schaden gemacht. Puh. Weiter! Oh. Kaboom! Okay, jetzt muss ich wieder so lange durchhalten, bis ich Klaus chartern kann. Zeit für ein paar Schießübungen. Also Klaus noch nicht bereit? Ja, es kommen jetzt aber auch gerade noch einige. In der Truhe gewesen? Ja. Klar. Ich versuche immer noch eine Wunderwaffe zu kriegen. Ja, wenn eine hättest, wäre halt Premium. Haben Sie sehr viele Zombies? Ich kite jetzt gerade hier hinten, ja. Haben Sie Jürgen, Tank? Nein, 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 nein. Dann sage ich Bescheid. Ich töte jetzt alles, was bei mir kommt, ja? Ja, ja, ja. Ich hoffe, ich kann den Hebel nochmal verwenden. Wäre so ekelhaft, wenn das jetzt nicht nochmal ginge. Okay, bei mir spawnt nichts mehr. Wahrscheinlich sind deine jetzt die letzten. So, Klaus wird geholt. Was wollen Sie jetzt? Also, McDonald's ist es in der Nähe. Einen McRib. Habe den Zug beordert. Klaus steht. A train is coming. In the middle of the night. With the bombs. The emergency brakes. Voll witzig, wie da noch so Zombies mit Kittel drin sind, weißt du, so Ärzte. Ja. So, ich hab die Bombe. Karte noch. Genau. Ja. Und jetzt mit Klaus direkt unten in den Raum. In den, wo Klaus ist, an den Computer. Ja, da brauche ich Klaus für nicht. Doch, Klaus muss an den Rechner, oder war der schon am Rechner? Echt? Ich dachte, das geht, da musst du nur ich. Nein, deswegen hat er doch den Heckhelm. Okay, warte. Schicke mal hin. I3? Oder geh halt selber dran. Aber normalerweise, hier steht Klaus geht dann an den Rechner. Ich weiß nicht, ob er das schon gemacht hat, vielleicht. Geht nicht ran, ich muss selber ran. Hier, das hab ich das mal auch so gemacht. Ja, ja, aber dann geht er halt vorher daran. Dann hast du nicht gesehen, wie er da dran gegangen ist. Weil normalerweise geht er dann, wenn er den Helm kriegt, geht er daran. So. Und jetzt kriegen wir doch eigentlich wieder irgendwas Heißes, ne? Klaus geht ausruhen. Jetzt kommen die Boss-Zombies. Ja, da sind sie schon. Hier in der Mitte. Kalte, die und ich mach die Putz. Ich kalte. Moja Fahlhaut. Ich kalte die anderen. Alter, was habt ihr denn für. What? Die haben voll die krassen Namen und sind erstaunlich stark. Sind bei mir. Oh mein Gott, der Laser beamt mich. Bojack Fahlhaut und seine Boys. Oh mein Gott. Uff. Die halten super viel aus. Okay, damit kriege ich sie, oder? Alter, die dämlichen Mimics kriege ich nicht down. Einer. Zwei. Okay. Jetzt kommt Lord Chimichanga und Asia Todd. Denise, wie heißen die wirklich? So, sind tot. Okay, jetzt muss jeder so einen Würfel an die Werkbank schleifen. Genau. Aber da ich jetzt so viele Zombies habe, kann ich da nicht dran. Ich kann auch beide machen. Oder halte weiter. Achso, ja, dann bereite beide vor. Warte, ich kite die hier rüber. Mach tot, was du tot machen musst, notfalls. Ich häng jetzt. Ja, ja. Ich hab's. Ist ja egal, dann muss man ja nicht synchron machen. Das ist völlig egal.
Nein, du musst erst beide Steine fertig machen, damit ich ja, auch einen nehmen kann. Den ersten habe ich jetzt schon. Ja, aber dann mach doch den zweiten direkt, der liegt doch direkt hier vor deinen Füßen. Mach den doch an der Werkbank fertig, dann kann ich den aufheben, dann sind wir viel schneller. Und du jetzt da hochrennst. Ich hätte beide einfach fertig gemacht, das hätte ich in 4 Minuten locker geschafft. Ja, okay, wenn du es in 4 Minuten schaffst. Aber es wäre halt schneller gegangen, wenn du einfach hier unten beide an der Werkbank gemacht hättest. Dann hätten wir beide einen genommen, wären hochgelaufen und hätten die gezündet. Dann rutscht einer rüber einfach. Geht nicht, wenn einer dranhängt, kannst die Seilrutsche nicht mehr deswegen benutzen. Deswegen, du rutschst einmal rüber. Ist der fertig? Ja, ich hab ihn. Der andere liegt vorne. Wo vorne? Ich leg dir den jetzt gleich hier hin und dann gehst du auf die linke Seite hoch. Ja, ja. Folgt mir einfach mir nach. So, hier liegt der. Achtung, das ist ein Rosenbusch. Da ist ein bisschen Lebensenergie tanken und dann gehe ich jetzt hoch. Er hebt das Ding nicht auf. Cool. Hab's. So, ich slide ab. Dann muss ich nur hier aufs Dach, gell? Ja, und dann an die Seilrutsche halt. So, meiner ist dran. Der rutscht jetzt. Ich kite hier oben einen Zombie. Du kannst also alles töten, was dir auf dem Weg irgendwie auf den Sack geht. Ich muss da erst rüber. Du kannst alles töten, ja? Ja, hier ist gerade nichts. So, jetzt Uran rollt. Boom. Jetzt unten müsste ein Kristall sein. Ich gehe jetzt direkt runter. Hui. Ich halte die Zombies hier weiter am besten, oder? Ja, was mache ich mit dem Kristall? Ich habe keine Ahnung. Okay, take the uranium to the warhead and place it there. Hab ihn. Wo ist der Warhead? Na, unten im Dings. Okay. Unten im Labor. Hab das Ding. Rutsche runter. Wäre ich unten dann eingeschlossen oder kommt da noch was? Nee, dann müssen wir es nochmal machen. Wir brauchen 2 Uran-Dinger. Okay, hab's. Ist drin? Ja, aber ich nehme immer noch Schaden. Ach, der ganze Labor ist jetzt verstrahlt oder wie? Wahrscheinlich, oder? Geh mal raus aus dem Labor. Warte, ich hab eben was reingemacht, aber immer noch ein Stein. Zwei Steine. Sind es 2 Steine? Warte, ich kann mal. Keine Ahnung, legen einfach da unten ab. Warte, ich geh nochmal ran. Platzieren. Ah, jetzt ist es. Jetzt geht's. Okay, wir brauchen nochmal. Jetzt, wie geht der zweite Mal? Wieder den Satelliten anfunken oder was? Pick up the part and timer will end. However, the part will deal damage to you. Take a running warhead and play that there. End the round. Repeat steps. Und dann war es das im Endeffekt. Okay, also nochmal den Satelliten anfunken anscheinend, ne? Repeat steps 24. Interact with the computer yourself, ja. Okay, warte. Aber ich weiß nicht, ob du Runde beenden musst. Wir schauen einfach. Wo bin ich denn? Verwirrung. Knallharte Verwirrung. Wenigstens eine Raygun wäre halt geil, ne? Yes! Wir müssen uns dann eh auf den Bosskampf vorbereiten. Schön Getränke noch holen. Und so. Nee, Computer geht nicht. Anscheinend müssen wir die Runde beenden. Ja, ich schau gerade. Ich gebe gerade mein ganzes Geld aus. Echte Maschinengewehre sind genau mein Ding. Aber du bist doch ein Clown. So, die Wunderwaffe habe ich jetzt maximal gepuncht. Boah, das sieht böse geil aus. Richtig geil aus, maximal gepuncht. Ein LMG habe ich jetzt aber. Sexy won the weapon. Ich will auch eine, aber ich will so keine. Also früher war die Drops höher an der Kiste hier. Ja, jetzt ist alles sehr, sehr selten. Seltovic. Ist der neue hohe Schwierigkeitsgrad. Jetzt noch schwerer. Kreis Industries. Die mögen es nicht, wenn Stuhlgang zu leicht aus ihrem After kommt.
Jetzt neu. Abrockung. Sie dachten, Kohletabletten sind wirkungsvoll? Ziehen Sie sich das hier rein. Ja, eine Bullfrog. Okay. Nochmal unten im Keller. Oh, nicht gut. Runde zu Ende. Runde vorbei. Boah, 1000 Schrott bei euch fürs letzte Upgrade. Eine Pistole, ja? Scheiße. Ultimate Upgrade. Ja, jetzt muss ich erstmal wieder runter, hä? Geh ich mal da lang. Und Corby. Mach ich jetzt gleich erstmal eine Drinkrunde, würde ich sagen, bevor ich mich dann nochmal in die Kiste begebe. Ja, erstmal schön besaften. Eine Spreckel-Round. Ja, die Bosse musst du dann halt spreckeln. Nein, Klaus hat nie Feierabend. Körperklaus, ey. Körperklaus hat nie Feierabend. Guck mal, ob der Computer jetzt funktioniert. Und dann kommen jetzt direkt die Bossis, ne? Ich weiß auch nicht wo. Ich glaube auf dem Dach oben irgendwo. Ja, geht wieder. Achtung. Ja, da oben auf dem Dach gegenüber von... Also wenn du bei im Elektroladen mit der Rutsche hochfährst. Willst du alleine hoch? Ja, ich geh hin. Dann farme ich hier unten noch ein bisschen Geld, solange es geht. Ich hab noch hier eine Limo. Der Limo Brutale. Haben du Geld? Ich bin jetzt halt weg, ne? Ja, ja. Hier ist niemand. Ah, hä? What? Was ist das? Ach, die jumpen mir hinterher? Ich hoffe, die kommen jetzt nicht zu dir. Wieso? Anscheinend handen die einem. Besser die als ich. Also im Moment habe ich hier so gut wie keine Zombies. Hast du da oben die Bosse und so? Ja. Frage ist nur, kann ich Spalti mit nach unten nehmen? Das wäre natürlich geil. Oder haben wir oben... Na okay, hier oben ist auch eine Werkbank. Achso, ja, dann macht direkt beide fertig, oder? Moment. Gerade muss ich mich hoch konzentrieren, weil die gerade sehr aufdringlich waren. Ach, alle tot. Ich habe hier genug. Erstmal muss ich die Mimics. Die sind irgendwie... ich habe beide... Klaus hat beide von diesen Hälften easy zerlegt da oben. Hat die Solo eben gerade weggeschossen. Ja, ist halt ein guter Klausi. So. Jetzt wird's Taco. Oh nein, das ist eine andere Werkbank. Das ist jetzt nicht so gut. Warum? Was ist passiert? Ja, weil wir haben einen Timer. Ben, wo ist denn hier die Rutsche nach unten? Es gehen nur die in den Zelten, glaube ich, die Werkbänke. Ja, und es wird schwer, beide zu holen. Ich gebe mir Mühe. Ich bin jetzt bei dem einen Zelt hinten gleich. Ja genau, lauf dahin. So. Oh, 43. Also ein Stein liegt jetzt noch da oben drauf. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt. Ja, mit Seil, gib Vollgas. Mit Seilrutsche müsste doch easy gehen eigentlich, oder? Moment. Leg jetzt die Ladung vor die Rutsche erstmal. Weißt du, dann habe ich nämlich die Möglichkeit... So. Kann ich nämlich hier rüber rutschen. Dann kann ich... Von der einen Seite schon mal... 3 Minuten... Die nächste Ladung. Rutsch wieder runter. Die Explosion, von der ich sprach, das ist eher eine kleine Atomexplosion. Berlin wird ein Krater sein, also ein bisschen mehr Tempo vielleicht? Ich versuch's.
Leave me alone, bitch. Aber den Stein da noch nicht runterbringen, wenn er fertig ist. Nein, 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 nein. Jetzt lass mich erstmal das hier machen. Ich bringe ihn nicht runter. So. Oh, warte, ich muss ganz kurz mal die Bombe droppen, Leben saugen. So. Jetzt hier wieder hoch. Hier. 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 Oh, fast runtergefallen. Wo geht's denn hier lang? Alright. Okay, ist platziert. Erste Ladung ist platziert. Das mache ich die nächste. Warst du platziert bei Korba? Nee, nee, auf der anderen Seite schon. Ah, okay. Korba ist ja der nächste ist auch gleich da. Relativ easy zu finden. Wow. Alles klar. Das Teil ist fertig. Okay, nice. Dann müssen wir jetzt farmen und farmen und farmen. Gut. Hochfarmen. Also der kann jetzt da liegen bleiben, ohne dass irgendwas passiert, solange ich nicht anfasse. Oh, ich denke mal schon. Der verschwindet aber auch nicht. Glaube nicht. Steht hier nichts von. Gut, dann zerstöre alles. Bin halt so ultimativ ungepuncht und unbestückt. Also ich bin... Ja, wie gesagt, ich hatte nicht viel die Möglichkeit. Mach doch mal den Görsch da hinten, den Freak, den kaputt. Ah, Moment, hier kommen gerade so viele hoch. Alter, wie viele sind das jetzt wieder? Wow, 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 wow. Ich geh mir eben Rüstung holen. Rambo hat gebrüllt. Kura. Oh, ich habe eine Selbstwiederbelebung. Sehr gut, sehr gut. Fire Sale. Kannst du nutzen? Kannst du eigentlich auch meine Waffen nehmen? Nee, ne? Oder geht es mittlerweile? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ach klar, wenn ich sie rausnehme, droppt doch eine andere, ne? Ja, oh shit. Shit, 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 shit. Oh. Guter Scheiß. 4 Sekunden nur noch. Fuck, fuck, fuck. Und jetzt hab ich das Ding hier. Nein, nein. Oh. Nein, oh Mist. Hier liegt eine Sniper, eine goldene. Ja, güldenen. Die Swiss. Reichen nicht. Güldenen, sie reichen nicht. Eine starke Swiss habe ich hier rumliegen. Willst du haben? Nee, bringt mir jetzt gerade nichts. Also jetzt, wie gesagt... Gibt's hier nicht irgendwo ein Automat, wo man alle Säfte bekommt? Ja, gibt's. Aber wo? Da beim Panzer... Also, wenn du von der Mauer kommst und zum Panzer schaust, auf der rechten Seite die Zipline hoch. Ah, hab's. Linken Seite die Zipline hoch. Auf der rechten, wenn du von oben kommst, zum Panzer schaust, auf der rechten Seite. Hundertprozentig. Ja, aber wo ist der Automat? Ist nicht die eine Zipline hoch? Du bist auf der linken Seite hoch. Hä, aber da ist doch keine Zipline da hinten. Ja, doch hier im Café Müller. Ach doch, ich sehe sie, ja. Jetzt sehe ich sie. Ich habe die Zipline nicht gesehen. Und so, dann kaufe ich mal alles an Getränken, was es noch gibt. Schnell nachladen. Habe ich. So, jetzt kommt schon wieder so eine Bossrunde oder so. Oh, aber neue Ethereum-Kristalle, das ist gut. Brauche ich nicht mehr farmen. Ich muss noch eine Menge farmen. Also, wie gesagt, das Ding streamen. So ein Grind. Ah, jetzt ist die goldene Waffe weg. Die hätte ich gerne mitgenommen, weil ich habe jetzt hier mir mal Eselstritt geholt.
und frisch ans Werk. Also drei, vier Runden würde ich sagen, müssen wir noch machen. Oder zwei, drei Minimum. Sind jetzt sehr lang, die Runden. Ja, ich, wie du brauchst. Ein Klaus hat offen gesagt, nie Feierabend. Das geht mir auch so. Ein Let's Player hat offen gesagt, auch nie Feierabend. Okay, ist auch so. Kein Wochenende, kein Feierabend, keine Lebensfreude. Das ist nicht wirklich viel. Geht ja alles immer einher miteinander. Ja, ist halt schon geil, wenn du irgendwo angestellt bist und es das heißt so, Herr Kiesstorn, jetzt ist Feierabend. Gehen Sie raus, pumpen Sie Ihre schöne Frau, gehen Sie ins Kino am Wochenende. Das sind Zeiten, ha? Wochenende, was ist das? Das ist sowas, kannst du dich noch daran erinnern, das ist, wenn du nicht arbeiten gehen musstest. Ach so, diese Tage. Du konntest dann nicht mit Freunden treffen. Genau, du konntest dich mit Freunden treffen, hast abgehangen, hast dich erfreut am Nichtstun. Verrückt, Zeiten waren das, verrückte Zeiten. Ah, da war das Leben wild. Damals im Wilden Westen, als wir noch Spaß hatten. Boah, oh! Okay, da oben ist ein Power Klaus. Alter. Ist schon irgendwie mies, ne? Die fliegen da mit ihrem Heli rum und beobachten die ganze Scheiße. Wir drehen noch eine Runde. Viel Spaß, ihr kleinen Wichserlis. Irgendwann musst du den vom sowas Himmel holen. Das wäre noch geil. Ein sowas bauen geil, würden. Ja. Stimmt, das kann man ja mittlerweile selbst bauen. Ja. Auch so ein Mr. Monkey Chunky, oder? Ja. Ja, später halt, sonst kannst du so lange Klaus nicht mehr holen. Jetzt früh. Klaus ist halt schon ein nützlicher Typ. Insta. Obwohl, jetzt ist ja Insta wieder was Schlechtes. Ja. Da willst du ja Geld machen. Da musst du halt zusehen, dass du Nahkampfkills machst, aber dich nicht rapschen lässt, ne? Ach, ich mach so schnell Geld. Im Endeffekt hier in dem Modus finde ich das alles gar nicht mehr so wild. Ja, weil es zählt halt, wenn du stirbst, auch jeder Zipfel. Du meinst, wenn man leveln will in dem Spiel oder was? Ja. Ich würde auf jeden Fall nochmal meine Primärwaffe ein bisschen ab Punchfingern. 12 Punchfinger Man. Und dann, ja, habe ich halt eine Wunderwaffe, ne? Die ist maximal gepuncht, also die ist wirklich. Mehr geht nicht. Punch bis. Hier lag ein Äffchen rum. Was mitgenommen? Ja. Ja, geil. So, wird auch nochmal gepuncht. Gar nicht so schnell so viel Geld zusammen. Die Wunderwaffe scheint auch noch ein wunderbares Portemonnaie zu sein. Die ist von Greif Industries, ja. Die saugt das Geld von den Mitbürgern und bringt es in deine eigene Tasche. Halt wie Greif Industries funktioniert. Greif Industries hat die Abo-Falle auch erfunden, ne? Kann man dazu auch noch fairerweise sagen. Die Microtransaction wurde erfunden von Greif Industries. Ihrer Spieleabteilung EA. Darf man das denn jetzt überhaupt noch Transaktion nennen? Ich meine, ne? Ist ja heutzutage schwierig, das Wort zu benutzen. Wieso? Weil es Transsexuelle beleidigt? Ja, weil Trans drin vorkommt. Du drehen ja manche schon durch. Ja, aber dann darfst du auch kein Transfer mehr sagen. Ja. Siehst du, also weißt du, in welcher Welt wir bald leben, mit wie vielen Wörtern? Aber es gibt ja auch Leute, die sagen afroamerikanisches Loch. Wo sagen die das? Höre ich jetzt immer öfters. Ja, nein, nein, auch hier so im Freundeskreis meiner Freundin, die sind ja alle erst 20. Ja, gut, die sagen sowas. Die sagen schwarzes Loch. Zu sich nehmen. Das ist rassistisch. Sagt doch nicht schwarzes Loch, hallo? Schwarzfarben. Allgemein, ich finde eh, schwarz gehört verboten. Auch als Farbe generell? Ja, ich weiß nicht. Mit schwarz verbindet man schlecht. Und schlecht gehört verboten. Ich finde auch das Wort schlecht gehört endlich abgeschafft. Ja, eigentlich können, wie gesagt, alle Wörter abgeschafft. Weil am Kennst du den Film hier Demolition Man mit. Ja, natürlich. Ja, da ist doch auch, da haben sie doch auch so ein Szenario, ne? Ja. Eigentlich, im Prinzip sagt der Film teilweise schon viel voraus. Vor allen Dingen auch so,
in der, wo er, da gibt's doch dann noch diese Szene, wo er absichtlich sich so 3 Strafzettel geben lässt wegen böser Sprache. Ja, um damit er sich einen Arsch abwischen kann, weil er nicht weiß, wie die Muscheln funktionieren. Aber so wird's werden, sag ich dir. Na, Hauptsache die Muscheln sind irgendwann da. Irgendwann gibt's einen Strafzettel für Bad Language. Da gibt's ja jetzt schon, Beleidigung ist ja längst. Ja, aber ich rede hier nicht von die Beleidigung, definiert ja dann sowieso jeder für sich. Am Ende. Ja, aber es gibt Grenzen, wenn ich zu jemandem sagen würde... Ja, brauchen wir ja jetzt nicht besprechen, weil sonst ranschen wieder durchdreht. Sie alte Brezel? Nee, aber wenn ich jetzt zu jemandem sagen würde, sie alte Brezel, würde kein Richter sagen, aha, sie haben den Mann als Brezel bezeichnet. Brezeln sind braun. Warte ab. Braun ist etwas...